5 einfache Secret Base Ideen. Und Nummer 1 ist der Baum. Als erstes machen wir unter den Baum einen Hebel. Dann machen wir das Ganze davor wieder zu. Und wenn wir das haken, dann können wir den Hebel drücken. Dann können wir 2 Blöcke hinter dem Baum Platz machen. Und hier Redstone. Dann sehen wir, das leuchtet wegen dem Hebel. Wenn wir den wieder drücken, dann leuchtet es nicht mehr. Hinter dem Redstone machen wir einen klebrigen Kolben. So. Und das Ganze können wir dann einfach wieder zubauen. Wenn wir jetzt den Hebel drücken, ist der Kolben ausgefahren. Und wenn wir den Hebel nochmal drücken, haben wir das Ganze offen. Und hier unten können wir unsere Secret Base reinbauen. Und wie kommen wir wieder raus? Das ist relativ einfach. Wir suchen unseren Kolben. Der müsste irgendwo hier sein. Da. Da ist unser Kolben. Und da machen wir jetzt hier einen Block hin. Mit einer Redstone-Fackel drauf. Und wir können einen Hebel drunter machen. Wenn wir den dann drücken, können wir das Ganze abschließen oder wieder öffnen. Dann machen wir noch eine Leiter nach oben, die rausführt. Und schon können wir nach oben rausgehen, können hier das Ganze einmal haken, schließen, hüpfen, fertig. Und weil eine Secret Base immer nur ein kleiner, einfacher Unterschlupf ist, habe ich hier jetzt einfach so eine kleine Ecke gemacht. Stufenboden, Ofen, Werkbank, Kartentisch, Patronen, Bett, Laterne. Fertig. Wir können abschließen und wir können wieder raus. Nummer 2 ist die Unterwasser-Secret Base und das ist wohl die einfachste, die man relativ leicht verstecken kann. Und dafür sucht man sich am besten nicht so eine große Kieswand, sondern vielleicht ohnehin schon so ein Loch. Und dann kann man hier unten einfach einen Gang reinbuddeln, den aber verstecken. Aber aufpassen, dass man nicht die Beleuchtung so dermaßen sieht von dem Loch, in das man reinschwimmt. Deswegen so weit weg wie möglich die Beleuchtung machen. Den Tunnel kann man einfach mit Wasser auffüllen. Dann kommt man hier relativ schnell auch wieder raus. Und vorne eine Falltür, damit die Beleuchtung auch definitiv hier drinnen bleibt. Das sieht von außen kein Mensch, aber wenn man einfach reinschwimmt, hier rum, zack, ist man da. Und fertig. Hier wieder ein kleines Secret Base Design. Unter Wasser würde ich auch das Unterwasser-Thema nehmen. Mit einem kleinen Aquarium, wodurch die Secret Base auch mit den Gurken beleuchtet wird. Hier eine kleine Arbeitsecke. Hinter dem Bett ein kleines Mosaik. Ganz, ganz schnieke, aber machbar. Raus kommen wir natürlich über denselben Weg. Nummer 3 befindet sich im Schnee. Und beim Schnee haben wir den Vorteil der Schneeschicht. Wir brauchen eine markante Ecke, wie zum Beispiel diese beiden hier. Und machen dann hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel. Und machen Gerüstblöcke. Auch 6 Stück. Und dann können wir da wieder den Schneelayer drauflegen. Und das Schöne ist, wir können halt einfach da durchwandern. Und so geht's rein und raus. Und hier jetzt eine kleine Idee für die Schnee-Secret Base. Erstmal cool, dass man das hier unten schneien sieht. Finde ich voll nice. Aber Boden, Quarz wegen Schnee. Decke eingefroren, ein paar hellblaue Glasscheiben, ne, damit wir so ein bisschen das Gefrorene nach unten hängen haben. Das Ganze im Fichtenholzdesign. Eine Seite habe ich zur Ofenwand gemacht, da habe ich dann Stein gelassen mit so einem kleinen Dunstabzug. Ne, hier Geflügelschere, Ofen anzünden und so. Hier eine Werkbank mit Fichtenholzfalltüren als Rückwandvertäfelung, weil wir halt eben in einem Biom sind, wo es Fichtenholz gibt. Hier ein paar Truhen, hier ein Doppelbett, ne, damit man hier auch gemeinsam zu zweit quasi schlafen kann. Super einfach, aber es passt super ins Biom rein. Nummer 4 ist der Lava-Wasserfall. Das ist nämlich ganz einfach. Wir klettern mal hier hoch, machen einen Rechtsklick und sind drinne mit der Hilfe einer Lore. Das ist ganz einfach, wenn wir so einen Wasserfall finden, dann bauen wir dadurch quasi die Blöcke ab, machen dahinter, also da, wo wir abgebaut haben, eine Schiene mit einer Lore. Die sehen wir jetzt hier. Machen Rechtsklick und schon sind wir... Oh, erstmal... Da! Ich will aber da rein. Dann fahren wir erstmal mit der Lore rein. Denn wir wollen die Schiene nicht so längst haben zum Loch. Das wird der Grund sein, warum wir auch mal wieder draußen aussteigen. Wir wollen erstmal hier noch einen weg haben und machen das Ganze dann zum Beispiel so. Wieder abreißen und die Lore steht so quer. Das muss auch sein, damit man die eben von außen nicht sieht. Und schon können wir easy einsteigen. Um rauszukommen, ist es ganz einfach.
suchen wir uns eine Ecke. Ich nehme jetzt mal hier diese Ecke, ne? Machen die zwei hier hin und machen dann so zwei Kolben und die müssen wir jetzt noch ansteuern. Dafür können wir einfach hier einen Knopf machen. Dann geht der untere, machen wir hier eine Redstone-Fackel drauf, gehen beide und mit einem Knopf können wir die kurz deaktivieren. Das ist sehr... Ah, okay, ja, der Knopf steuert die unteren Kolben an. Okay, logisch. Also machen wir nur einen Redstone und hier einen Hebel. Dann ist es nämlich so, wenn der Hebel aktiv ist, zu. Wenn wir den Knopf drücken, geht es auf. Und wir können so wieder schließen und von außen wieder einsteigen. Ganz einfach. Lava-basierte Base habe ich jetzt immer so Stripes gemacht mit Magma-Blöcken und Kohleblöcken. Und hier haben wir dann Mangrovenholz-Falltüren, weil die so relativ rötlich sind. Dahinter sind dann Truhen oder hier halt Werkbänke, Öfen, ein Bett. Also die sieht schon sehr, sehr destruktiv aus, die Base, ne? Und ist jetzt auch nicht die schönste, aber Lava ist auch nicht das schönste Thema. Finde ich ganz passend, kann man machen und hier kommt man halt raus. Nummer 5 ist der eine Block. Und die wohl einfachste, aber auch sicherste Secret Base ist die, die einfach gar keine Funktion hat. Das heißt, ich suche mir einen Spot. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel den hier und machen einfach, buddeln uns was runter, Leiter hoch und Block. Also seriously, wenn wir rein wollen, müssen wir den Block abbauen, gehen hier rein, bauen ihn wieder hin und fertig. Das ist mit Abstand die sicherste Secret Base, die du bauen kannst, weil die halt wirklich einfach kein Redstone, kein Nichts hat. Die ist super einfach und die findet man halt niemals, wenn man nicht weiß, welchen Block man abbauen muss. Und wenn man hier reinkommt, sieht man mal, was man mit wenig Platz schaffen kann. Ich habe hier eine 2-Mann-Secret-Base gebaut. Hier links seine Rüstung, sein Ofen, seine 3 Truhen und die Werkbank ist zentral. Und hier rechts haben wir dann ihr Bett, ihre Rüstung, ihre 3 Truhen, ihren Ofen. Hier können wir maximal verzaubern. Auch wieder hier ihre Bücher, seine Bücher. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und dann könnte man hier oben noch einen Amboss hinmachen. Hier noch eine Steinsäge oder einen Schleifstein. Und schon hätte man alles, was man braucht. Bonustipp von mir aus der Bedrock Edition. Alle Secret Basen waren jetzt in der Java-Version. Die Bedrock-Version hat aber, ich nenne es mal Feature, was jede Secret Base eigentlich unauffindbar macht. Denn wir können durch Blöcke durchklicken. Siehst du? Das Prinzip ist ganz einfach. Wir brauchen eine Ecktreppe. Ich mache jetzt hier auch nochmal eine hin. Und wenn wir auf einen Block zielen, dann sehen wir die schwarze Umrandung, ne? Und jetzt nicht. Jetzt schon, hier nicht. Also genau in der Mitte einer Ecktreppe geht das weg. Da ist die schwarze Umrandung weg. So, hier auf diese Linie beschränkt sich das. Und das auch in der oberen rechten Seite, wo die Treppe quasi, also das Stück hier, da können wir durchklicken. Damit könnt ihr jede Redstone-Funktion super verstecken. Einfach mega geil. Abonnieren, liken nicht vergessen und in die Kommentare schreiben, welche Base hat dir am besten gefallen. Ciao mit V.